Gang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne, vom Aufgang der Sonne, sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. Frohe Pfingsten, lieber Friedhelm. Frohe Pfingsten. Hast du eigentlich Geschenke bekommen? Warum Geschenke? Na, Pfingsten ist doch ein wichtiges Fest. Könnte man da nicht Geschenke bekommen? Das habe ich ja noch nie gehört. Pfingsten ein Fest? Na. Weißt du denn, was wir Pfingsten feiern? Irgendwas mit dem Geist. Irgendwas mit dem Geist, das ist schon mal gut. Weißt du, was für ein Geist? Nein. Der Geist, den Gott uns schenkt, der Heilige Geist. Ach so. Hast du den Heiligen Geist schon mal gesehen? Weißt du, wie der aussieht? Na, den kann man doch nicht sehen. Warum eigentlich nicht? Warum kann man den Geist nicht sehen? Und woher weißt du dann, dass der da ist? Friedhelm, hast du schon mal Wind gesehen? Na klar, ich habe schon ganz viel Wind gesehen. Wirklich? Was hast du da gesehen? Na, ich habe gesehen, dass die Bäume sich bewegen und die Wolken hin und her ziehen. Friedhelm, hast du Wolken gesehen und Bäume gesehen, aber hast du den Wind gesehen? Hä? Man, du hast gesehen, dass der Wind etwas macht. Du hast gesehen, dass der Wind die Bäume bewegt, dass der Wind die Wolken bewegt, dass der Wind vielleicht sogar das Meer bewegt und große Wellen entstehen. Das hast du alles gesehen. Aber den Wind selber hast du nicht gesehen. Das ist ja komisch. Und du meinst, den Heiligen Geist, den kann man auch nicht sehen? Genau, den Heiligen Geist kann man nicht sehen und den Wind kann man nicht sehen. Aber man kann sehen, was da passiert. Ich kann sehen, wie der Wind die Bäume bewegt und starker Wind sogar die Bäume umwirft. Und ich kann sehen, wie der Heilige Geist die Menschen verändert. Hä? Erzähl, da gibt es doch bestimmt auch eine Geschichte aus der Bibel dazu. Ja klar, dazu gibt es eine Geschichte aus der Bibel. Ich erzähle sie dir. Es war in Jerusalem. Jerusalem kenne ich. Genau, in Jerusalem. Dort hatten die Jünger, die Freunde von Jesus, ganz viel erlebt. Sie hatten erlebt, dass Jesus verhaftet worden war und ans Kreuz geschlagen. Oh, wie traurig. Genau, die waren ganz traurig und sind vor Verzweiflung weggelaufen, manche. Und dann haben sie erlebt, dass zu Ostern Jesus wieder lebendig war, dass er auferstanden ist. Das kenne ich, die kenne ich, die Geschichte. Die habe ich schon mal erzählt. Genau. Du hast erzählt, dass Jesus wieder auferstanden ist. Dann waren sie ganz froh und ganz glücklich, die Jünger. Und dann passierte Himmelfahrt und Jesus sagte, ich bin immer bei euch, ihr müsst nie Angst haben. Und dann verschwand er vor ihnen und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und natürlich hatten sie große Angst, die Jünger. Und weißt du, was sie gemacht hatten, weil sie solche Angst hatten? Sie haben sich bemüht, ganz leise zu sein, möglichst nicht zu sprechen.
Und sie haben sich bemüht, sie wollen lieber nicht hören, was die Leute sagen. Vielleicht könnte es ja etwas sein, was ihnen Angst macht. Also lieber nicht hören. Und sehen wollten sie auch keinen. Und weil sie große Angst hatten, so dass sie nicht sprechen, nicht hören, nicht sehen wollten, darum sind sie in ihr Haus gegangen und haben die Türen alle ganz fest abgeschlossen und haben Fensterläden vorgemacht. Und das Haus war einfach zu, weil sie solche Angst hatten. Doch dann, plötzlich passierte was. Sie wussten hinterher gar nicht mehr, was da passiert war. Manche haben gesagt, es war ein Rauschen wie ein Sturm. Andere haben gesagt, nein, es war wie Feuer, das vom Himmel fällt, aber das nicht wehtut. Was passiert ist, das konnten sie nicht beschreiben, aber es hat sie verändert. Auf einmal bekamen sie großen Mut. Auf einmal hatten sie keine Angst mehr. Sie machten die Türen und die Fenster weit auf. Sie sahen auf die Straße. Sie hörten, was die Menschen erzählen und vor allen Dingen, sie fingen an zu reden. Sie stellten sich auf die Straße und erzählten allen, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Und sie erzählten ihre ganze Geschichte. Sie erzählten, dass man Gott trotzdem vertrauen kann, auch wenn es manchmal traurig und manchmal anstrengend ist. Und weißt du, was das Bemerkenswerteste war? Was denn? Alle haben sie verstanden. Da waren Menschen, die konnten ihre Sprache gar nicht, die sprachen andere Sprache. Und die haben es auch verstanden. Auf einmal haben sich Menschen verstanden, die sich ganz fremd waren bis eben noch. Und darum feiern wir Pfingsten. Wir feiern Pfingsten, weil Gott uns verändert. Weil Gott uns ein Herz schenkt, das voller Liebe ist. Weil Gott uns einen wachen Verstand schenkt, der kluge Gedanken denken kann. Weil Gott uns Augen schenkt, dass wir einander sehen, weil Gott uns Ohren schenkt und einen Mund, dass wir miteinander reden können und weil Gott uns Vertrauen schenkt, Vertrauen auf Gott und Vertrauen auf uns. Darum feiern wir Pfingsten und wir nennen Pfingsten manchmal auch Geburtstag der Kirche. Also, Friedhelm, herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ich bin jetzt gleich fühle mich ganz anders. Ich fühle mich so mutig. Oh, das ist ja schön. Dann können wir jetzt ja zusammen rausgehen. Vielleicht finden wir ja Menschen, denen wir was erzählen können. Von Gott und von dem, was du erfahren hast. Oh ja, prima. Tschüss. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen.
uns durch das Leben tragen. Friedhelm, wollen wir zusammen beten? Oh ja, ich möchte für alle beten, die Angst haben, dass sie Mut bekommen. Ich möchte für alle beten, die alleine sind, dass sie Freunde bekommen. Stimmt. Ich möchte beten für alle, die krank sind, dass sie gesund werden. Und ich möchte beten für alle, die traurig sind, damit sie getröstet werden. Und ich möchte beten für alle, die sich fremd fühlen, für die ganzen Völker, die sich nicht miteinander verstehen und für die Menschen, die sich nicht miteinander verstehen, weil Pfingsten alle gemeinsame Sprache sprechen. Und ich möchte für die Schöpfung bitten, für die Bienen und die Vögel und die Elefanten, dass wir Menschen lernen, auf die Schöpfung aufzupassen. Und ich möchte beten für uns alle zusammen, dass wir immer zusammenhalten. Oh ja, dafür beten wir. Gott, wir bitten dich, sei du bei uns Menschen, schenke uns deinen Heiligen Geist. Schenke uns deinen Geist, damit die Ängstlichen mutig werden, damit die Traurigen getröstet werden, damit die Kranken gesund werden. Schenke uns deinen Geist, damit sich die Völker untereinander verstehen und damit wir lernen, mit deiner Schöpfung gut umzugehen. Schenke uns deinen Geist, Gott, und verändere uns. Amen. Amen. Jetzt sprechen wir noch gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war aber schön. Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut. Du Gott stützt mich, du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut. Du Gott stützt mich, du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut. Du Gott stützt mich, du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen.